Okay, ist schon fertig. Ich muss nicht mehr lange machen. Ah, wir sind schon live. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen bei Frag die Krischkes. Zweiter Teil der Ausgabe über das Reiten im Gelände in altbewährter Zusammensetzung. Chris Debski, Pferdephysiotherapeut, Partner in unserer Online-Akademie. Mein lieber Mann Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister. Hallo, schönen guten Abend, grüß euch Und und meine Wenigkeit. Ihre Wenigkeit, meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin und Buchautorin der Fürstlichen Hofreitschule. So. Passt. So, wir haben beim letzten Mal von unseren 8 Seiten tatsächlich 4 geschafft. So trage ich mich in der Hoffnung, dass wir, waren es denn 4? Nee, 3,5. Dass wir es diesmal in einer halben Stunde schaffen. Ihr kennt das Spiel bereits. Nachdem wir nun bei der vergangenen Ausgabe schon so, wie lange sollte ein Geländeritt dauern und wie lange dauert er bei uns und ähnliches, kommen wir mal so ein bisschen zu speziellen Fällen. Und da habe ich mir als erstes die Svenja Mönning rausgeschrieben, die uns bittet, könnt ihr auf verschiedene Pferdetypen, das hatten wir doch schon, da sind auch schon Hast Haken du Haken hinter. oder Dann ist die Seite 4 doch schon so? fertig. Ja, Entschuldige, Svenja, du kommst nicht nochmal dran. doch. Einmal. You remember Jack? Guck, da ist es. Christina Miranda ist dran. Meist herrscht beim Gruppenausritt ja nicht das optimale Tempo für alle Beteiligten. Das nervt mich manchmal, aber ich versuche mich anzupassen. Macht so das Ausreiten überhaupt Sinn? Gemeinschaft ist ja schön, aber vom gymnastizierenden Effekt her eher nicht, oder? Kleine Ausritte in unserem individuellen Tempo und unserer Art tun uns, glaube ich, besser. Seht ihr das auch so? Ja, ich kenne das noch früher vom Fuchsjagdreiten, diese Gruppendynamik. Einer geht los und alle haben ihre 30 Kilo in der Hand und sehen zu, dass sie irgendwie nicht die Tete überreiten, weil sie dann einen ausgeben müssen. Davon hat gar keiner was, weder das Pferd noch der Reiter. Ja, das müsst ihr selber entscheiden, ob das gut für euch und euer Pferd ist. Ich habe an sowas keinen Spaß. Ich habe das letzte Mal in Lüneburger Heide erlebt. Da hatten wir einen Ausritt. Und ich war der Reitcoach da und echt, das war nur Stress. Die Viecher waren, ein Pferd hat ständig Stress gemacht, wollte immer vorne sein. Es lief eigentlich 3 Tage quer. So, und Nur wenn ich getänzelt. sowas meinem Pferd antue, dann muss ich ehrlich sagen, komm, verzichte doch drauf auf das. Geh alleine ausreiten, wenn das Pferd dann ruhiger ist oder zu zweit, aber diesen Zirkus da in der Gruppe. Also das war nicht das letzte Mal in der Lüneburger Heide. Wir sind auch mit dem Team Nein, nein, schon nein, nein, das mal. war nicht mit Das war noch zu Ich Westernzeiten. weiß, aber wir sind mit dem Team ja schon durch die Heide geritten. Ja, das war dann aber mit unseren Pferden, die sich kannten, wo du Ja. keine Hierarchie auskämpfen musstest. Ja, und die haben auch so ein Tempo, weil das ja so eine Sorte Mäuse ist. Ja. Eine Sorte Mäuse, ja. Ja, Ja, aber ich aber denke, also das, was ihr hier auch nochmal mit zielt, ist der gymnastizierende Effekt des Ausreitens in der Gruppe. Ich glaube, da kann man einen Haken dran machen. ja. Das ist nicht möglich, weil da gibt es eine Gruppendynamik. Wer da Ja. Spaß dran hat und das ab und an zum Ausgleich macht, ist eine Sache, aber das ist mit Sicherheit weder ein Training noch ein gymnastizierender Effekt für den Körper, maximal für irgendeine Psyche-Thematik. Mehr beim Menschen als beim Pferd. Also Pferde müssen dafür sehr erfahren sein. Das sind zum Beispiel Hunterpferde oder Jagdpferde in Frankreich und in England und Irland, die dafür ausgebildet sind, dass sie in der Gruppe da mitgehen können, galoppieren und springen und alles Mögliche. Aber wenn man ein Reitkunstpferd hat, ist es, glaube ich, die Anforderung daran ans Gelände dann doch ein bisschen sehr hoch. Im Übrigen, letztes Mal hatten wir schon über Maultiere gesprochen. Im Mittelalter und auch bis zur Barockzeit hat man für die Reise und fürs Ausreiten Maultiere genommen, weil die machen das nicht. Die haben keinen Drang nach vorne. Ja, das sind nicht so die Durchgänger, ne? Ja. Schön. Claudia Teuber fragt uns, sollte ich darauf achten und es beeinflussen, ob das Pferd im Links- oder Rechtsgalopp beim Ausritt läuft, wenn es in der Regel einmal die Woche ins Gelände geht und sonst auf dem Platz gearbeitet wird? Ja, Teil 1 der Frage. würde ich machen, ja, auf Also jeden ich Fall. achte drauf. Ich bestimme das. Also wenn es geradeaus geht, dann, aber ich gebe ja eine Hilfe. Ja, Wenn gib eine er. Galopphilfe, dann möchte ich auch, dass die Galopphilfe angenommen wird. Warum soll sie im Gelände nicht angenommen werden, in der Bahn doch? Ist doch widersprüchlich.
Es geht ja ganz selten wirklich nur geradeaus, sondern da hinten kommt eine Kurve. Ich kenne die, Pferd weiß das nicht. Darum galoppiere ich schon mal rechts an. Oder absichtlich links, damit ich noch einen Wechsel reiten kann vorher. Aber ich achte schon drauf, ja. Ja, und sonst kommt am Ende Kreuzgalopp raus. Also wenn du das nicht beeinflussen möchtest, das wäre unvernünftig. Soweit sollte sich das Pferd bitte reiten lassen. Ja, und sollte ich in dem Fall darauf achten, auf welchem Fuß ich leicht trabe. Ich habe durch euch und meine Reitlehrerin, ihr seid da einer Meinung, schon gelernt, dass man gar nicht leicht traben muss, wenn das Pferd so geritten wird, dass man den Trab gut sitzen kann, was auch klappt. Warum stellst Trotzdem du denn Trotzdem wurde Frage? Mir angeraten, dass man im Gelände leicht traben sollte, um das Pferd zu entlasten. Gong! Entschuldigung. Mein Gott, wie oft haben Kernthema. Wir schon über... Nein, wir machen es nochmal, und zwar ganz lieb. Okay. Dazu sollte der Fuß immer wieder gewechselt werden, um das Pferd nicht lahm zu reiten. Wegen der Entlastung kann man es auch lahm reiten. Ich habe bis jetzt das Ausreiten eigentlich mehr als Abwechslung und Entspannung gesehen und mein Pferd seine eigene Haltung wählen lassen. Was sagt ihr dazu? So, Leichttraben. Was bitte entlastet ein Pferd beim Leichttraben? Der Moment, in dem du aufstehst, liebe Claudia, war oder ganz... Oder wo du in den Sattel plumpst. Also, das Leichttraben heißt nicht so, weil man leicht wird, weil man wird ja nicht plötzlich gewichtslos. Man verlagert sein Gewicht nur vom Hintern in die Steigbügel. Die Steigbügel sind bei den allermeisten Sätteln etwas weiter vorne angebracht, als der Hintern des Reiters sich befindet. Das heißt, du verlagerst dein Gewicht von hinten ein bisschen nach vorne im Sattel. Wer sich jetzt mal überlegt, dass das Pferd vorne am Widerrist nur in Muskeln aufgehängt ist, mit seinen Schultern, also da keine Knochenverbindung hat. Der kann auch nachvollziehen, was schon eine Gewichtsverlagerung von wenigen Zentimetern nach vorne plötzlich für eine Mehrbelastung der Vorhand mit sich bringt. Ähnlich wie eine Wippe. Je weiter nach vorne du gehst, desto weniger Kraft brauchst du, um das runterzudrücken. Also sagst du, auf die Vorhand, ach nee. Du kannst das besser sitzen, keine Frage. Das Tempo gerät dir außer Kontrolle, weil du es besser sitzen kannst, weil du nämlich nicht einwirkst, weil du es nicht mehr sitzen kannst. Und ich habe also Pferde schon sowohl links als auch rechts lahmen sehen, weil sie leicht getrabt wurden. Weil ihnen das vorne so auf die Schulter drückt, dass sie eine Taktunreinheit entwickelt haben. Wenn du es irgendwie vermeiden kannst, trabe nicht leicht. Also wer sich mit der Reitkunst beschäftigt, ich kretsch da nochmal rein, streicht bitte dieses Wort Leichttraben und hört auf, darüber nachzudenken. Es gehört nicht in die Reitkunst. Es gehört dort nicht hin. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das Ziel muss einfach sein, das Pferd so weit auszubilden, dass ich kein Problem habe, im Sattel zu sitzen und mein Pferd mich tragen kann. Mhm. Das Leichttraben ist einfach nur genau dafür entwickelt worden, dass die Pferde eben nicht so rittig waren und nicht so weit ausgebildet worden sind und auch die Reiter nicht mehr so weit ausgebildet worden sind und schneller ausgebildet worden sind. Sie konnten zwar nach rechts, links gezogen werden und in allen möglichen Gangarten durch die Bahn gejagt werden oder eben durchs Gelände vor allem, das war ja das Ziel der Kavallerie, von A nach B zu kommen, möglichst schnell und in großen Gruppen. Dass die Reiter sich nicht wundritten. Darum ging es, dass sie sich nicht wundritten, dass sie nächsten Tag auch noch wieder 30, 40 Kilometer machen konnten. Und dafür ist das erfunden. Und, Das nannte man ja tatsächlich auch das Englischtraben. Das ist geil. In Deutschland wollte man keine englischen Pferde haben, weil sie Angst hatten, dass die nicht vernünftig liefen, dass die passig gingen, weil die Engländer vor allem halt eben nicht so gut reiten konnten. Ja. Ja, also bitte. Noch eine Geschichte, ganz kurz, um das Leichttraben dann auch abzuhaken. Dann möchte ich auch gar keine Frage mehr davon haben. Wenn wir das nochmal haben, dann ist das nämlich durch. Distanzreiter traben nicht leicht. Ha, hier kommt die Frage dazu. Darf ich? Tanja B. Den Fragen schließe ich mich nämlich an von eben und füge noch hinzu, ob der Distanzschwebesitz im Gelände durchgehend bedenkenlos genutzt werden kann. Ebenso der leichte Sitz im Galopp. Ich reite mein Jungpferd im Gelände überwiegend im Trab und Schwebesitz, da es ihr so am leichtesten fällt. Ja, denn so machen das die Distanzreiter, die haben den Schwebesitz. Die plumpsen dem Pferd nicht jeden zweiten Schritt nachher in den Rücken rein, sondern... Aber du kannst mit dem Schwebesitz, Leute, wenn ihr euch mit der Reitkunst beschäftigt, ich sage das nochmal,
auch im Schwebesitz, wenn ihr durchs Gelände heizt, dann seid ihr in der Halle mit Sicherheit nachher auch wieder zu schnell unterwegs. Ihr übt ja Schubkraft. Ja, und wenn du in den leichten Galoppsitz gehst, wirkst du doch ganz entgegen der Geschichte, was wir gesagt haben. Du willst dein Pferd vorne leicht machen und hinten setzen. Wenn du im Gelände... Lass es Chris mal erklären. Gut. Ja, es funktioniert nicht. Dazu ist einfach das Wichtigste, was wir aufgeben, ist die Sitzhilfe beziehungsweise das Fühlen der Bewegung der Wirbelsäule. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht mehr sitzen kann, ist auch irgendwas in der Bewegung nicht in Ordnung. Das Tempo stimmt nicht, ich werde zu viel geworfen. Brems- und Schubkraft der Hinterhand beziehungsweise der Vorhand sind nicht mehr in Ordnung. Mein Pferd ist auf die Vorhand gefallen, tritt zu weit nach hinten raus. Und in der Regel machen wir viel zu viel vorne oder hinten und denken zu wenig über die Mitte nach. Und wir sitzen auf der Brustwirbelsäule. Die ist wichtig für die Kraft- bzw. Energieübertragung der Hinterhand über die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, vorne bis in die Halswirbelsäule, Aufrichtung der Vorhand etc. Das heißt also, das Wichtigste, was wir machen können, ist erstmal in der Mitte nicht zu stören, beziehungsweise dort mit minimalen kleinen Veränderungen unserer eigenen Statik dem Pferd eine Anweisung geben zu können. Also mit dem Sitz und mit dem Oberkörper, mit dem Kinn, mit dem Blick zu reiten. Wenn das nicht geht, ja, dann muss ich eine Gangart zurückschrauben. Dann muss ich wieder zurück in den Schritt oder schlimmstenfalls sogar etwas im Halt erklären. Warum zum Teufel will ich was vorne machen oder ganz hinten machen, wenn in der Mitte mehr als 30 Gründe dafür sind, nämlich alle Brustwirbel, Lendenwirbelsäule und Halswirbel, die sich bewegen müssen und zwar koordinativ richtig bewegen müssen. Die schwingen und zwar auch im Schritt. Das heißt also, das muss funktionieren. Und dann, wenn mir das Pferd eigentlich das klare Zeichen dafür gibt, hey, hör mal, ich kann dich nicht mehr tragen, dann muss das heißen, jo, habe ich verstanden. Ich kann dich nämlich nicht mehr sitzen. Nee, genau. Ja, sehr gut. Ich empfehle dir, Tanja, dein Jungpferd im Trab, im Gelände, nicht im Schwebesitz zu reiten. Nicht, wenn du dich mit unserer Reiterei beschäftigst. So. Ja, ich muss da einmal reingrätschen. Nee. Natürlich kann sie das machen. Du darfst das nicht mal. Oh, Verbot. Aber wenn sie sich mit unserer Art der Reiterei beschäftigt, passt es nicht. Wenn du sagst, du willst hauptsächlich Gelände reiten und willst auch viel Strecke machen, dann mach das. Das ist in Ordnung. Dann wird dein Pferd sich auch so formen, wie es das braucht. So, jetzt kannst du weitermachen. Was ist ein Jungpferd? Ne? Ist es denn ist es jetzt 6 und alle Knochen sind schon ausgehärtet und möchtest du gerne Distanzen reiten, dann ist sicherlich Trab und Schwebesitz auch okay, weil es wird seine Form finden und dich dann auch, so wenn du es auftrainierst, über 40, nächstes Jahr vielleicht 45 Kilometer tragen. Ist es jünger, würde ich dir dringend davon abraten, es über Tempo zu reiten und auf der Vorhand rumzuhängen. Mit dem Schwebesitz tut man das leider. Entschuldige, dass wir so über diese sind. Worte denkst du in 10 Jahren nochmal nach. Entweder ist dein Pferd ganz heile und gesund oder einer der wichtigen Partner im Stall ist der Tierarzt. So, Steini vom Rehbruck. Rehbruck, genau. Was haltet ihr vom Renngalopp? Ist er, solange er jederzeit mit leichten Hilfen kontrollierbar ist, mit der Reitkunst vereinbar? Ehrlich gesagt, ich vermisse unsere wilden Galoppeinheiten durch den Wald ziemlich. Man kann nur auf einer Hochzeit tanzen. Das musst du entscheiden. Wir machen keinen Renngalopp. Ich weiß es definitiv aus zig von Pferden Erfahrung. Einmal im Gelände knattern lassen und dann hast du eine Woche lang Probleme und eigentlich... Eine Woche lang. Ja, und auch mit Sicherheit einen Monat bis 2 Monate, bis du das wieder in der Bahn raus hast. Ja. Wenn du so ein außergewöhnliches Pferd hast, mit dem du das machen kannst und das sich wirklich da... Es gibt solche Pferde, ich sage nochmal den Namen, Irish Hunter und verschiedene englischen Rassen, die sind zwar nicht für die Dressur gemacht, die Pferde, aber die rennen sich nicht heiß bei so einer Fuchsjagd. Die lassen sich anhalten und gehen am losen Zügel Schritt. Es gibt solche Pferde, aber die sind echt Ausnahme. Und ich kenne in Deutschland ganz, ganz wenige Pferde, die das machen können, mit denen du das machen kannst. Ich habe tatsächlich im Renngalopp auch Angst. Du hast dich einmal überschlagen. Aber heftig, haben wir letztes Mal erzählt. Das ist ein Hamsterbau eingebrochen, das Pferd hat sich überschlagen, ist fast auf dich drauf. Wir sind also beide so
Und ich habe mir fast den Hals gebrochen. Also seitdem, ich brauche das nicht mehr. Was weiß ich, ob hier die Hunde gebuddelt haben oder da im Wald, ja, der über eine Wurzel stolpert oder so. Nee, 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 lass mal. Ich mal schön gesittet. Oder da-da-dam, das geht auch mal, aber schön manierlich. Ja. Immer noch kontrolliert. Ja. Niemals out of control. Niemals. Wunderbar. So, Anna Böhm, jetzt kommen wir zu einem etwas größeren, aus vielen verschiedenen Sichtweisen geschilderten Problemen. Gibt es eurer Meinung nach Pferde, die einfach glücklicher sind, wenn sie nicht ins Gelände gehen müssen? Oder soll jedes Pferd geländetauglich sein? Ich habe einen Peruaner, der von alleine und sehr gerne in der Halle geht, aber im Gelände nach 10 Minuten zu einem Terrorgnu mutiert. Ich versuche es inzwischen gar nicht mehr, da nach jedem Versuch das Verhältnis zu ihm und mir gestört ist. Sollte man es dann trotzdem kleinschrittig üben oder einfach lassen? Das haben wir beim letzten Mal eigentlich schon beantwortet. Listen to your heart. Man muss es nicht tun, ne? Und wenn es die eigene Passion ist, dann sind wir bei dem Thema wie vorher auch, dann muss man es für das Gelände trainieren und dann hat man sich eigentlich auch für ein anderes Pferd entschieden, beziehungsweise für eine andere Verwendung. Ja. Und hat vielleicht tatsächlich auch entweder Ahnung davon, wie man ein Pferd darauf trainiert, oder sucht sich ein Pferd, das einfach auch gerne ins Gelände geht. Wenn man jetzt selber die Passion hat, super gerne ins Gelände zu gehen, dann ist es vielleicht gerade nicht das richtige Pferd dafür. Der Trend geht zum Zweitpferd. Der genau. Eine, viele, viele Leute haben mehrere Pferde. Und man kann auch sagen, ich habe einen fürs Gelände, ja, und ich habe einen für mein Spaß in der Bahn. Schaut mal, jetzt habe ich hier, wiederholt sich das ein bisschen, aber die haben das teilweise wieder so nett formuliert, ich lese euch die dann alle vor. Lest doch die okay? einfach mal vor und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Da habe ich nämlich zum einen die Karin Tillisch, unsere liebe Freundin, fragt, oder schließt sich der Vorfrage an und sagt, dass ihr Pony Starlight zwar problemlos mit einem Kumpelpferd ins Gelände geht, aber alleine nur sehr ungern. Er macht nichts, aber man spürt, dass es für ihn anstatt der gedachten Erholung einfach Stress ist und er sich dabei nicht wirklich wohlfühlt. Seine Ich-will-da-nicht-alleine-Raushaltung ist im Laufe der Jahre besser geworden, aber nie ganz verschwunden. Mein Halcon ist genauso. Wer hinhört, kann die Emotionen seines Pferdes auch erkennen. Kim Becker. Nee, ich mache mal erstmal Daniela Schette. Wenn das Pferd sich auf dem Platz wohlfühlt, es draußen aber überall unsichtbare Bösewichte vermutet, ist das antrainiert oder aufgrund von Gewohnheit entstandenes Verhalten, das sich durch Wiederholungen bessern kann? Mit einem zweiten Pferd, an dessen Schweif sich meine Stute festhalten kann, das Gelände kein Problem. Wir machen zwar Fortschritte, zu Beginn hat sie stark geklebt und ist gestiegen, rückwärts gelaufen und so weiter. Trotzdem interessiert mich, wo das herkommen kann. Eventuell auch angeborene Tendenz. Und Kim Becker hat auch sowas. Meine 6-jährige PRE-Stute ist äußerst lernfreudig und geht gerne auf den Platz. Wenn ich mit ihr hingegen ins Gelände gehe, bleibt sie öfters stehen und will nicht mehr weiter. Kurzes Stichwort Freeze. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Im Galopp vollzieht sie sogar Vollbremsungen, sobald eine Pflanze auffällig ist oder ein Baumstamm herumliegt. Der Einsatz von Bein und Gerte führt zu nichts, ist nämlich ein Freeze. Man kann sie nur weiter bewegen, indem man sie führt oder ein anderes Pferd vorangehen lässt. Hin und wieder hilft auch sehr langes Warten. Sie ist dabei nicht immer ängstlich, winkelt aber manchmal sogar das Hinterbein an. Wie kann ich ihr dieses Verhalten abgewöhnen? Wenn ich in der Gruppe ausreite, spüre ich keinen Lerneffekt, weil sie da alles mitmacht. Ja. Gut. Also, Pferde, die beim Ausreiten, wenn sie alleine sind, zum Teil außer Kontrolle geraten, entweder einfrieren oder durchgehen. Es ist häufig ein Problem der Balance. Ah, Rennen kommen wir auch noch zu. Ja. Jetzt machen wir erstmal Ho und Halt ja, und genau. Scheuen. Der Balance, wenn die Pferde noch nicht wirklich in Balance sind und im Gelände überfordert werden mit dem, was sie tun sollen, vor allen Dingen über Tempo. Wenn ihr zu früh mit den Pferden im Gelände trabt oder galoppiert. Ja. Ja. Das, ihr müsst euch überlegen, ihr sitzt da oben drauf auf diesem jungen Tier und da kommt vielleicht eine Kurve oder irgendetwas, das Pferd hat Angst umzukippen. Und dann ist es ein Fluchttier und dann gibt es Gas. So, dann haben wir das große Pech, dass das schief geht, die ganze Nummer. Also wir gehen mit unseren jungen Pferden, jung, 5-jährig, 6-jährig, mindestens ein Jahr lang nur Schritt im Gelände. Nur Schritt. Und wenn wir jetzt mal an das Fahren denken, wenn
Pferde eingefahren werden und von Profis eingefahren werden, wie machen die denn das? Die spannen doch nicht ein junges Pferd von Wagen und sagen, sieh mal zu, dass du die Karre hier ziehst. Die stellen das Pferd neben ein altes, erfahrenes Pferd. Das alte Pferd zieht den Wagen erstmal und nimmt das junge Pferd erstmal im Tempo mit. Das gehört die Stimmhilfen, das lernt alles kennenzulernen im Gelände, dass es keine Angst vor Autos hat und so weiter. Weil es guckt immer zum Partner, zu dem älteren, erfahrenen, großen Pferd und guckt sich das ab von dem. Wenn ihr alleine seid, kann das Pferd sich nicht abgucken. Pferd ist ein Herdentier, es hat eine Herdenstruktur. Und wenn ihr alleine seid, hat das Pferd keine Möglichkeit, zur Leitstute zu gucken. Sie kann nicht sagen, ist das gut für mich, ist das schlecht für mich. Warum gehen Pferde zum Trinken in den Bach und in den Teich hinein mit den Vorderbeinen? Vollkommen selbstverständlich. Weil das Wasser da klarer ist und nicht das Brackwasser am Ufer trinken. Reitet ihr durch einen Waldweg, wo eine Pfütze ist, kriegt ihr das Pferd nicht in die Pfütze rein. Es hat Angst zu ersaufen da drinnen, weil es nicht weiß, wie tief das ist. So crazy ist diese ganze Geschichte. Ja, ihr könnt sowas üben, selbstverständlich. Geht mit erfahrenen Pferden ins Gelände und reitet bitte Schritt. Und fragt auch bitte, ob eure Partner, die mit euch ausreiten, wirklich sagen, wir machen nur Schritt. Wir gehen nicht Trab, wir galoppieren nicht die Strecke und auf keinen Fall auf dem Nachhauseweg schnell werden, sondern wenn ihr mal traben wollt, wenn das Pferd ein bisschen weiter geschult ist, trabt ihr auf dem Weg vom Stall weg und geht im Schritt zum Stall nach Hause. Das ist ganz wichtig, diese Prägung. Kommen wir auch gleich noch, genau. Mein Tipp noch, vornehmlich an dich, liebe Kim, die dein Pferd eine Vollbremsung macht. Du hast ein Pferd, das hat den ganz großen Vorteil, dass es dich nicht umbringt, denn es gefriert. Wenn es Furcht hat, bleibt es stehen. Und das ist eine Lebensversicherung. Selbst wenn sie das im Galopp macht und du möglicherweise ein bisschen leicht gesessen hast und eher die Tendenz hast, vorne runterzufallen, ist ja ein Sitzfehler von dir, ne? Wir wollen ja immer schön hinten sitzen, weil wir sicher sein wollen. Ein Freeze-Pferd ist durch nichts in der Welt zu ersetzen. Das ist unbezahlbar, weil es eben nicht auf dem Absatz kehrt macht oder nach vorne durchgeht. Ich habe auch so einen und ich bin da ganz dankbar für. Und wenn der mir gefriert, höre ich einfach auf, mich darüber zu ärgern. Wo will ich denn hin? Muss ich jetzt sofort weiter? Ja, schlecht, wenn er auf einer Ampelkreuzung in der Mitte einfriert. Macht er nicht. Ja, weil wir da nicht reiten, aber wenn jemand sowas machen muss. Nee, aber, machen die nicht, die aber, Pferde. Ne, also es geht denen auch darum, ich muss mir das jetzt mal hier in Ruhe angucken. Und dann muss der auch wieder atmen. Und es, selbst wenn du dann freundlich zu dem bist und sagst, du Schatz, es ist überhaupt nicht schlimm. Oder ihm sogar, um den Kiefer zu lockern und das ganze Pferd wieder zu lockern, ein Stückchen, ein Leckerchen. Du lobst ihn nicht fürs Freeze. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Das Freeze ist ein Instinkt. Den kannst du nicht verstärken. So. Treibst du den aber drüber hinweg, indem du ihn haust. Kann man machen. Man kann so deutlich werden, dass die aus dem Freeze raus nach vorne gehen. Dann erziehst du dir einen Hasenherz, das auf der Stelle kehrt macht und dich im Stich lässt. Dein Freeze, pass auf dich auf. Sei froh darüber. Ich muss aber zu dem Freeze noch was sagen. Du hast gesagt, du musst dann absteigen. In dem Moment, wo du das gemacht hast oder zwei, dreimal gemacht hast, hat dein Pferd dich gut erzogen. Steige nicht ab. Dein Pferd wird so lange stehen bleiben, bis du absteigst und es führst. Was machst du, wenn du führst? Weil es die Sicherheit genießt. Genau, dann übernimmst du nämlich die Führung der Leitstute. Du gehst mit dem Pferd voran und dein Pferd folgt dir. Damit kannst du dein Pferd nicht erziehen. Du musst da oben drauf aussitzen und sagen, okay, wir beide ziehen das jetzt hier durch. Du darfst hier stehen. Du darfst dir das angucken. Und irgendwann muss das Pferd, wirst du auch merken, entspannt sich das Pferd, dann wirst du sagen, so, jetzt gehen wir weiter. Wie lange ist denn das in Wirklichkeit? Und drei Minuten? Manchmal ist das auch ganz einfach, wenn man das Pferd umdreht und man 5 Meter rückwärts richtet, vorausgesetzt, ihr übt das, dann gehen die plötzlich wieder vorwärts. Wenn man in die Richtung, wo ihr wollt, rückwärts richtet, dreht das Pferd um und dann gehen die wieder vorwärts. Ich habe auch häufig schon Pferde in Pfützen reingebracht, die sagten, um Gottes Willen, ich ersauf hier drin. Ich kann da nicht vorwärts reingehen. Ich kann da nicht rein. Dann richte ich die rückwärts und lasse sie drinnen stehen. Und dann gucken die plötzlich, ach, ist ja doch gar nicht so tief. Und dann gehe ich rückwärts raus, dann gehe ich nochmal rückwärts rein und irgendwann gehen die auch vorwärts durch. Und das Ganze ohne eine zornige Grundhaltung, sondern mit so einem, okay, dann machen wir das halt so. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht in Stress geratet. Ihr müsst bedenken, ihr sitzt auf 400 bis 600 Kilo Allrad. Wenn die sich entschließen, nicht mitzumachen, kommt ihr in ganz, ganz große Gefahr. Und
ihr müsst auch wirklich sagen, ich muss mein Pferd auch in einer gewissen Art und Weise erziehen, auch wenn das nicht jeder hören möchte. Aber ihr müsst es erziehen, es darf euch nicht in Gefahr bringen. Weil die nächste Nummer ist dann steigen, weil das Pferd nicht vorwärts gehen will. Eventuell kippt es sogar um und sonst noch irgendwas. Also tatsächlich, am einfachsten ist es mit diesen Pferden, geht mit einem erfahrenen Pferd raus. Ja. Es guckt sich das ab und dieses Abgucken, das geht nicht in 4 Wochen. Das und dann geht das andere Pferd mal so rum um den Baum, ja, und eurer geht so rum und der eine geht mal den Weg da lang und der andere geht da und dann trefft ihr euch wieder und dann, ne, trabst auch du mal ein Stückchen vor, der andere trabt mal ein Stückchen vor, dass da mal so ein bisschen Bewegung reinkommt. Dass das nicht nur so, komm, wir gehen jetzt ins Gelände. Ja. So. Ja. Und diese Geländeausbildung dauert auch 1-2 Jahre. Das ist einfach so, bis das Pferd draußen sicher ist. Das könnt was ihr voll an einem Wochenendlehrgang machen. Ja. Du hast vorhin was Wichtiges auch gesagt. Die haben Angst umzufallen. Die haben keine Sicherheit in ihrer Bewegung. Und wir hatten das schon öfter auch mal in anderen vergangenen Stunden gesagt. Also der Verlust der Bewegungseffizienz für junge und selbst auch erfahrene Pferde ist eigentlich das Schwierige. Es ist ein Fluchttier. Und wenn ich nun da oben drauf sitze und das Pferd ist unsicher, weil ich unsicher bin, weil es auch die Bewegung mit mir noch gar nicht so mitmachen kann und ausgleichen kann, dann hat es Angst davor, im schlimmsten der aller Fälle nicht wegrennen zu können, nicht effizient wegrennen zu können. Damit ist einfach die Messlatte für Angst viel tiefer. Ja. Und die Angst könnt ihr nicht mit Strafe vertreiben. Das funktioniert nicht. Ich sage es immer wieder. Strafe hemmt Verhalten. Wenn mein Pferd schon gehemmt ist, kann ich Strafe. Mit erfahrenen Pferden raus, die euch helfen. Andrea Brandner, wo gehst du denn hin? Komme gleich wieder. Jetzt geht er weg. Mach doch weiter. Okay, kannst du mich hören? Andrea Brandner, der Hinweg ist ohne Begleitung sehr mühsam für mich und meine Stute, angezogene Handbremse, diverse Umkehrversuche. Während der Rückweg, wen wundert's, fleißig und entspannt verläuft. Mit Begleitung, egal welcher Art, sieht das Ganze ganz anders aus. Wie gewöhnt ihr die Pferde ans Alleinegehen? Das ist auch nochmal so ein Ding. Aber hier hast du keinen Freeze, sondern du hast einen Umkehrer. Also einen direkten Kleber. Ein Kleber. Birgit Flebbe, was tun, wenn mein Pferd ein Kleber ist und kurz nach dem Stall wieder umkehrt? Nehmt euch ein erfahrenes Pferd mit. Genau. The only way. So. Übrigens kann man sich auch ein erfahrenes Pferd als Handpferd mitnehmen. Wer das einigermaßen kann, wenn ihr so eine alte Tante habt oder einen alten Opa habt, der da rumsteht auf der Wiese und nichts zu tun hat, den kann man sich als Handpferd mitnehmen. Der wird dem jungen Pferd auch sagen, du richt dich doch nicht so auf, wir gehen doch nur spazieren, passiert doch nichts. Die Edda hat auch noch einen schönen Rat, einfach auch mal spazieren gehen mit dem Pferd, das junge Pferd als Handpferd mitnehmen. Mhm. Ja. Okay, schaut mal hier. Silvia Timmers, meine 6-jährige PRE-Stute habe ich jetzt 3-mal ausgeritten. Es war immer ein älteres Pferd mit dabei. Es geht am Anfang sehr ruhig los und dann wird sie nach kurzer Zeit, 10 bis 15 Minuten, schneller und möchte gerne traben, sehr schnell Schritt gehen. Ich versuche aber ruhigen Schritt zu gehen, möchte aber nicht am Zügel ziehen. Soll ich dann lieber absteigen und führen oder eventuell mit Cavesson reiten? Vielleicht hat sie noch nicht die Balance und Tragkraft. Könnte das der Grund sein? Ja. Genau das. Nach 10 bis 15 Minuten ist die Bewegungseffizienz weg. Ja. Das heißt, es muss schneller werden, damit es uns tragen kann und vielleicht halt eben auch das Ungleichgewicht, die Balance wiederfindet in der schnelleren Bewegung. Es wird unsicherer aufgrund der fehlenden Balance und das führt zu noch schnellerem Laufen. Dadurch, dass, wie gerade schon gesagt, die Angst steigt. Das heißt also, es wird aufmerksamer für die Umwelt, es kann nicht mehr so gut abschalten und wird noch schneller. Also so kommt das alles eins zum anderen. Wenn ich nun am Zügel ziehe, kann das auch nochmal als Strafe und Regulieren etc. gesehen werden. Dazu kommt auch nochmal, das Pferd fällt wahrscheinlich auch auf die Vorhand, sackt vorne im Widerriss ab. Jegliche Beeinflussung dann über das Maul, das Ziehen, geht gegen die Halswirbelsäule unten, gegen den Übergang der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule und bringt den Widerriss nochmal nach unten. Das heißt, ich ziehe dann auch nochmal der Vorhand die Bewegungseffizienz nochmal zusätzlich weg. Ja, das Beste wäre aus meiner Sicht,
weniger lange ausreiten, damit das Erfolgserlebnis auch da ist. Hey, ich komme an. Mhm. Das heißt, wenn ich die kleine Runde um Pudding reite, 10 Minuten und bin wieder da und das in der Kraft, ja, und steigere das dann auf 12 Minuten, auf 13 Minuten, auf 14 Minuten, auf 15 Minuten, ja, dann kommt das Pferd eben auch zum Haushalten und ich fahre mir das nicht sauer, dass das nicht nach 10 Minuten weiß, ja super, und jetzt kommen nochmal 10 Minuten oder 20 Minuten oder schlimmer noch, eine halbe Stunde, die echt anstrengend werden. Da beißt sich die Katze ja auf den Schwanz. Das Pferd erregt sich, die Muskeln spannen sich an, das Pferd fängt an zu schwitzen, die Muskeln tun weh. Ja? Und das Ganze, das eskaliert eigentlich in einem völligen körperlichen Chaos. Entweder sagst du, wenn du länger draußen sein willst mit deinem Pferd, okay, ich reite 10 Minuten, bevor sie anfängt, schneller zu werden. Und dann steigst du einfach ab, führst dein Pferd noch 10 Minuten, und dann steigst du nochmal auf und reitest dein Pferd nach Hause, vielleicht 5 Minuten. Dass du dir das so einrichtest, dass du sagst, so, jetzt habe ich noch 5 Minuten bis nach Hause im Schritt. Und dann steigst du auf, damit dein Pferd auch den Nachhauseweg gut, genau, kennenlernt. Dieses Absteigen im Panikfalle ist immer schlecht, weil das hat vom Erzieherischen, ich habe es eben schon mal erklärt, einen ganz negativen Aspekt. Immer in der gleichen Situation springen die Reiter ab und führen ihr Pferd. Und das Pferd weiß ganz genau, wenn ich jetzt das und das mache, springt die runter ein bisschen los. Ja, und die führt mich dann und dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Dann gebe ich die Verantwortung an dir. Dann drehe ich mal schnell 3 Volten auf einen kleinen Kreis im Gelände und tue so, als wenn ich gleich durchgehe. Und dann hoffst du runter und dann führt sie mich nach Hause. Das ist auch eine Art Erziehung. Das ist ja nicht das, wovon wir jetzt reden. Jetzt sprechen wir von Trage. Ich wollte damit nur sagen, macht es so. Ja? Steigt vorher ab, bevor das Pferd Stress kriegt. Wenn ihr ein bisschen länger draußen sein wollt, dem Pferd was zeigen wollt, führt es noch. So hat man es beim Militär auch gemacht früher. Und dann geht man noch mal kurz drauf und reitet zum Stall ruhig im Schritt. Sekunde. Ich wollte hier antworten. Entschuldigung. Ja, jetzt seid ihr wieder dran. Gut. Passiert mir jedes Mal. Hier wird gerade gefragt, wie man ein Handpferd mitnimmt. Am Halfter, am Kappzaum oder an der Trense? An der Trense würde ich es auf keinen Fall machen. Auf jeden Fall am Halfter, ne? Ja, Halfter. Kappzaum würde ich auch nicht machen. Das sind alles Werkzeuge, womit wir Pferde fein machen wollen. Ich würde ein Pferd wirklich mit dem Halfter mitnehmen. So. Svenja Stex, mein Andalusier, 5 Jahre, ist die ersten 10 Minuten ziemlich trantütig und wird dann irgendwie hektisch. Achso, das hatten wir jetzt quasi schon. Will dann immer antraben und bekomme ihn eigentlich kaum noch in einen angenehmen Schritt zurück. Er bleibt dann für den Rest des Ausritts in einem schnellen, unbequemen Schritt. Der Arme. 5-jährig. Deshalb reite ich ihn auch eigentlich nicht mehr aus und wenn dann nur kurze Strecken. Ja, genau. Genau, richtig. Der kann das noch nicht. Das gleiche Thema von vorher. Das arme Käferchen. Und Andalusier, muss man auch dazu sagen, sind auch keine Distanzpferde und nicht unbedingt wirklich Ausreitpferde. In Spanien züchtet man ganz bewusst aus dem Grunde Hispano-Araber, also Pferde mit spanischem Blut, und bringt da arabisches Blut rein oder englisches Blut, Tres Sangres, bringt da Blut rein in die Pferde, die arbeiten müssen. Das spanische Pferd, der PRE, ist ein Präsentationspferd, ein Pferd der Kaiser und Könige bis heute. Zum Schickreiten, aber nicht zum Langereiten, auch nicht zum Dressursportreiten. Dafür ist das Pferd auch nicht geeignet. Die gehen kaputt auf die Dauer dabei. Dann nimmt man sich ein Pferd mit so einer Kreuzung aus Spanien. Damit kannst du auch, die sehen noch schick aus, und damit kannst du aber länger reiten. Sie schreibt noch einen Zusatz, auf dem Reitplatz macht er das nicht, also nach 10 Minuten hektisch werden. Naja, da ist eine Balance, da reitest du wahrscheinlich vernünftig Seitengänge und deine Bahnfiguren und das Pferd stellt sich mit Tempo drauf ein und kommt mit klar. Ihr könnt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, Bahnarbeit ist nicht Geländearbeit. Er ist da auch psychisch natürlich viel gesettelter, ne? Dass er da natürlich auch weniger unbekannte Reize dann auch hat. Ne? Das heißt also, es macht ihm dann weniger aus. Vielleicht ist es halt eben auch nochmal so, wenn der die Wegstrecke draußen vielleicht auch sogar kennt. In der Bahn weiß er das nicht unbedingt, aber draußen weiß der, wie viele Kilometer der vielleicht dann dich noch tragen muss. Ja. Also, ich würde dir empfehlen, auch auf dem Reitplatz die Viertelstunde nicht zu überschreiten mit deinem 5-Jährigen. Das ist noch ein junges Pferd. Man kann da schon ernst machen, ist keine Frage. Aber bau dir das langsam auf, die Tragleistung. Und das kannst du immer wieder mal im Gelände überprüfen. In der Sekunde, wenn er hektisch wird, kann er nicht mehr. Am Ende macht sich's bezahlt. Genau. Wenn dein Pferd 20, 25 wird und das ist immer noch fit.
So, Nicole Stern. Mein Anspruch ist es, mein Pferd im Gelände so fein zu reiten wie auf dem Platz. Bravo. Allerdings sind die Dinge, die auf dem Platz schon klappen, im Gelände noch nicht immer so abrufbar. Da die Umweltreize dazukommen, insbesondere wenn es an den Trab geht, kommt mein Haflinger extrem in den Schub und geht auch schon mal gegen die Hand und fährt dann wie ein Panzer durch die Gegend. Würdet ihr das korrigieren? Aber hallo. Anhalten, abbiegen, in Tragkraft neu anfangen wäre meine Devise. Oder auch absteigen, wenn die Kraft schon verbraucht ist. Kann dann aber sein, dass ich an schlechten Tagen alle paar Meter anhalte. In der Gruppe ausreiten fällt somit schon mal aus, da mir dann nur noch das Hinterherfallen im Leichttraben übrig bleibt. Piaffieren beruhigt mein Pferd in stressigen Situationen durchaus und fokussiert ihn wieder auf meine Hilfen, verknüpft aber in dem Moment auch die Piaff mit mentaler Anspannung. Würdet ihr dieses Tool in der Situation dann trotzdem benutzen oder ist das eher die Kategorie Angst auf der Stelle? Du hast alles richtig beantwortet. Ja. Das ist rhetorische alles, Fragen gewesen. Alles richtig beantwortet. Ja, 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 ja. Und nein, nicht Piaffieren im Gelände. Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Also wenn er dir büffelig wird, tatsächlich über die Schulter herein, Hilfe, mein spanischer Schritt, kannst du ihn mal fragen. Mhm. Und ansonsten, ich wäre vorsichtig mit dem Gruppenausritt, weil da kommt eine andere Dynamik und die wollen auch mal traben und die wollen auch mal galoppieren und da ist deiner gerade nicht in der Verfassung und du sagst, ach komm, wir gehen da mit und dann gerät er dir in die Schubkraft. Die Frage ist ja auch, wie die Gruppenzusammenstellung ist. Also Haflinger und Haflinger gleichen Alters sind vielleicht anders unterwegs, als wenn ich mit dem großen Hannoveraner gleichzeitig mit dem Haflinger ausreite. Der eine macht einen Schritt und der andere muss drei Schritte machen und genau deshalb wird der dann schneller. Ja. Davon ab, dass der Haflinger auch auf Schubkraft gezüchtet ist und dann auch in die Schubkraft verfällt, wenn er Stress kriegt. Bea Pfl. Hallo, wie würdet ihr vorgehen bei einem, der sich im Galopp im Gelände einfach nicht mehr regeln lässt? Im Trab ist noch alles gut. Hier lassen sich auch Seitengänge und Trab Halt abrufen. Aber sobald die Galopphilfe kommt, ist er wie eine Rakete. Das dauert dann circa 20 bis 30 Meter. Dann kann man wieder durchkommen. Aber ein schöner, versammelter Galopp, keine Chance. Macht er das denn in der Bahn? Das wäre mal interessant. Ja. Aber auch aus dem Schritt in einen Aufwärtsgalopp angaloppieren kann. Kann der Galopp-Pirouette in der Bahn? Kannst du im Gelände möglicherweise über die Galopp-Pirouette-Hilfe in einen manierlichen Galopp angaloppieren, indem du ihn mal aus diesem Galopp vor in einen Galopp zur Seite bittest? Entschuldigung. Ja, ich wollte das gerade sagen. Also ich würde mal versuchen, die Situation zu verändern. Und ich sage, los, jetzt Galopp, hier ist die Strecke geradeaus. Meistens sind das ja immer die gleichen Strecken, die man galoppiert. Und die Pferde wissen schon vorher, hier geht es jetzt gleich an den Galopp. Vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit, auf eine Wiese zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Trabwolten. Jetzt galoppiere ich mal auf der Wolte an und gehe dann, wenn das Pferd auf der Wolte vernünftig galoppiert, erst dann ins Geradeaus, um das tatsächlich mal zu üben. Das ist ja häufig, man hat da... Aus Versehen passiert das meistens, einen falschen Aspekt ins Hirn des Pferdes gesetzt. Und das Pferd erinnert sich meistens sehr, sehr schnell daran. Die sind unglaublich klug, die Tiere. Und jetzt weiß es, an dieser Stelle geht es los mit dem Galopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los. Oh Gott, jetzt geht gleich Galopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht gleich Galopp. Und dann galoppieren die los. Die warten eigentlich nur noch, dass du die Zügel loslässt. Dann ballern die los. Und wenn du sagst, nach 20, 30 Sekunden lässt sich das Pferd wieder anfangen. Es hat nur Angst vom Angaloppieren. Du musst die Situation verändern. Wenn das Pferd sich nach 30 Sekunden fängt und einen schönen, ruhigen Galopp geht, dann musst du das Angaloppieren verändern. Mhm. Würde ich auch machen. Ja. Kerstin mit. Ich habe einen Quarab, also Quarter Horse Araber, der schon immer gegen den Zügel geht und sich im Galopp sehr schwer regeln und durchparieren lässt. Er wurde bereits mit Kandare geritten und ist sehr hart im Maul. Auf dem Platz ist er ein Traum und ganz fein am Zügel. Würde es etwas nützen, da er ja quasi versaut ist, mit Gebisskandare auf gebisslos umzusteigen? Also im Gelände dann einfach general abzurüsten und am Stallhalfter auszureiten oder auch am Bosal, oder? Sag ich dir dringend von an. Bei dem Pferd, das durchgeht, dass dir durch die Hilfen geht. Ich sage dir einfach, lass das galoppieren im Gelände. Mhm. Das bereitet deinem Pferd Stress und dir Stress.
Du machst dir Gedanken, ob du schärferes Werkzeug in die Hand nimmst oder gar kein Werkzeug mehr. Ja? Ja, erst war das schärfere Werkzeug die Ansage. Und jetzt ist die Frage, ob das ohne Werkzeug geht. Lass es einfach. Dein Pferd hat Erfahrung gemacht. Es fehlt ihm doch nicht, wenn du nicht im Gelände galoppierst. Genau. Es fehlt ihm überhaupt nicht. Geht man ja nur Schritt. Ist doch für das Pferd okay. Aber sie sagt auch schon, immer gegen den Zügel geht und sich im Galopp schwer regeln lässt. Ja. Die Frage ist, ob er auch im Schritt und Trab schon gegen den Zügel geht. Also, das müsste ich mir Wenn das Pferd in der Bahn richtig tolles Pferd ist, muss nicht ausreiten. Musste nicht. Na, das Werkzeug ändern auf jeden Fall erst auf dem Platz. Da hundertprozentig sicher sein, dass das funktioniert und wenn überhaupt danach, dann schauen, was damit ist. Ja, was machst du denn? Ja, dann müsstest du, wenn du jetzt sagst, du willst mit dem Bosal dann ins Gelände gehen, dann würde ich trotzdem die Biss ranhängen, dass du eine Notbremse hast. Was meinst du, wenn dein Pferd durchgeht, was da passiert? Da haben sich schon viele Reiter bei tot geritten. Die haben sich das Genick gebrochen, weil die einfach im Gelände mit 55 Stundenkilometer vom Pferd gefallen sind. Mhm. Das ist nicht witzig. Gar nicht. Oder ihr knallt irgendwo ein Auto rein oder irgend so etwas. Oder ein Stacheldraht. Nee. Mach nicht so eine Dummheit. Das funktioniert nicht. Ja, vielleicht haben wir das auch noch nicht erwähnt, dass man nicht immer dieselben Wege galoppieren sollte, ne? Also, da kommt die Galoppstrecke, ist echt ein schlechter Ratgeber. Ja. Wenn ihr mal eure Pferde ausgaloppieren wollt, dass sie gar keinen Bock mehr haben, dann fahrt ihr mal nach Dun an die Nordsee und geht durchs Watt. Und da könnt ihr mal 17 Kilometer, wenn ihr so einen Knallkopf habt, wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht, so einen Knallkopf haben, den wir nicht anhalten konnten. Dann haben wir gesagt, okay, bitte, lauf. Dann noch durch die Priele durch, da wird es so ein bisschen schwerer. So nach 6-7 Kilometer haben die meisten dann gesagt, oh je, was mache ich denn hier? Und dann fingen die an, langsamer zu galoppieren. Du merkst es einfach, hier oben fängt es an zu qualmen. Ui, ich glaube, es ist besser, jetzt gehe ich mal ein bisschen langsamer. Und dann fallen die von alleine in den Trab und dann gehen die von alleine in den Schritt. Da haben die was verstanden, aber aus einem einfachen Grunde, weil da kann ich mir die Knochen nicht brechen. Da hast du einfach eine glatte, gerade Piste. Da fallen die nicht in irgendein Hamsterloch oder irgendwas. Aber das ist ja nur Behandlung der Symptome. Ja. Du galoppierst den müde. Da hat er nichts rausgelernt, der wird morgen wieder rennen. Du musst ja da rankommen, warum rennt er denn? Der lernt ja da nicht draus, Mann, galoppieren, das macht mich müde, sondern morgen hat er Muskelkater und da tut ihm was weh und dann will er nochmal schneller rennen. Also ich wäre mit diesem müde Reiten, wir hatten es hier auch gerade im Chat, mal bergauf galoppieren, wenn sie so rennen wollen. Das ist auch das gleiche Prinzip, müde galoppieren. Ich bin da eher in der Bahn die Galopp-Pirouette üben und im Gelände galopp-Pirouette-artig angaloppieren. Kurze Galoppstrecke, also wirklich nur 50 Meter durchparieren und wieder Schritt gehen und einen Keks essen und fröhlich sein. Das ist jetzt keine Entschuldigung, was ich sage. Wir machen sowas tatsächlich nicht mehr. Wir haben das gemacht vor 30 Jahren mit dem Watt. Aber heute ist das für uns überhaupt kein Thema mehr, weil wir uns davon ab. Wir haben alle Schotterwege. Wo willst du denn hier galoppieren? Ja, nebenher kannst du mal so 50 Meter im Gras galoppieren, aber ja. Okay. So. Vielleicht ganz kurz ein Einwurf. Also, was ich mich bei vielen Leuten dann auch frage, ist halt eben, was haben Sie da für ein Pferd bei diesen Fragen? Ist es jetzt ein Pferd, was Sie selber ausgebildet haben, was jemand anders ausgebildet hat? Ist das vorher im Gelände sicher unterwegs gewesen? Oder war es schon immer unsicher? Oder das Pferd, was so im Galopp abpäst und buckelt und so weiter? Hat das vielleicht vorher jemand schon auf Deutsch versaut? Dann wird es natürlich schwieriger. Ne? Je weniger Ahnung ich dann davon habe, je weniger sicherer ich mein Pferd bewegen kann und Sicherheit geben kann, umso schwieriger wird das. Ja, und wir sind dann wieder bei diesem Thema, wenn zwei blinde Taube versuchen, sich eine Sprache beizubringen, was in der Bahn nicht funktioniert, wo es schon schwierig genug ist, wo keine Balance ist, wo ich merke, okay, Seitengänge funktionieren nicht, Anhalten funktioniert nicht, rückwärts funktioniert nicht, Gasbremse ist irgendwie falsch eingestellt. Ja, warum soll das dann im Gelände funktionieren? Ja. Eine habe ich noch, Elke Große. Mein Wallach bockt beim Angaloppieren 2-3 Sprünge, nur zu Beginn. Danach ist alles
kontrolliert, vorzugsweise in der Gruppe und auf Feldwegen, Wiesen und das, seitdem ich ihn habe. Als Kind, Jugendliche schon zigmal abgeworfen. Habt ihr in solchen Situationen schon Erfahrungen machen können? Ich hatte heute gerade einen Reitschüler, wo das Pferd auch anfängt zu bockeln im Galopp. Also entweder habt ihr es drauf und könnt den Kopf ganz schnell hochziehen, dass sie nicht bocken können. Das ist die einzige Möglichkeit. Pferd kann nur bocken, wenn es den Kopf runternimmt. Es kann nicht bocken mit Kopf hoch, das geht nicht. Ja? Und wenn ihr das nicht drauf habt, das hinzukriegen, ich sag's nochmal, ihr müsst doch nicht galoppieren. Wenn du da schon runtergefallen bist, Mensch, sei froh, dass deine Knochen heile sind. Also wenn ich mir ein Auto kaufe, das vielleicht die Möglichkeit hat, weil es 190 oder 250 PS hat, 250 zu fahren, das heißt nicht, dass ihr auch das Auto mit 250 auf der Autobahn brettern müsst. Es macht einfach nur Spaß, mit so einem Auto von 80 auf 130 zu überholen, weil da ist der Vorgang ganz schnell vorbei. Man muss keine Angst haben, dass man von hinten angefahren wird oder sowas. Aber das heißt doch nicht, dass du das Auto ausfahren musst. Das beim vor allem, wenn du weißt, dass es bei 251 anfangen würde zu brennen. Nee. Ja, okay, ja. So, wir haben noch, wir sind gut durchgekommen. Das muss ich mir da waren ja jetzt auch nur drei Seiten, nicht vier. Stimmt, das waren nur drei Seiten. Jetzt lese ich euch noch aus meinem Lieblingsbuch ein kleines Kapitel vor. Das ist der Galiberti von 1668. Da gehört die 8 hin. Also 17. Jahrhundert. Wie ein Pferd, so von einem der Reitkunst unerfahrenen Reiter verderbet worden, wieder zurecht und in die Schulen zu bringen ist. Ein Pferd, welches einmal wohl zugeritten gewesen, das ist ja heute schon eigentlich nicht mehr so der Fall, aber gut, der nachmals aber von einem ungelehrten Reiter geritten und verderbet worden ist, so weit, dass es viel Untugenden angenommen und hartmäulig worden und ausreißet und andere mehr solche Possen und Mutwillen machet, wieder zu richten, soll man also angreifen. Ihme das eiserne Mundstück ausnehmen, dafür ein Biss von einem Lindenstrick als wie einen Milchzaum anlegen. Das ist ein Kappzaum. Ihm ein Halfter antun, welche dieses Gebisslein von Strick über sich halte und soll keine Zügel gebrauchen, sondern ihm allein das Nasband aufgelegt werden, mit dem man es reiten und halten sollte. Also, abrüsten. Statt einem Eisengebiss am Halfter einen Strick durchs Maul ziehen und nur auf dem Nasband reiten. Den gemeinen Strick, so man ihm ins Maul gelegt, soll man anfangs mit Honig bestreichen. Und das Pferd, als wann es noch ein Fohl wäre, ohne Sporen und anders reiten, erstlich grad hinaus im Schritt oder Trab und es gar glimpflich zurückziehen, also nicht festhalten, sondern vorsichtig mit der Hand sein und darauf wieder fortreiten. Bisschen rückwärts richten, wieder vorwärts reiten. Wann solches eine Weile geschehen, soll man es spazieren und nächst diesem galoppieren machen, allein mit dem Nasband, es auch nie zu sehr brauchen, damit es nicht unwillig wird, sondern bei der Luft bleibe. Denn je mehr man ein Pferd galoppiert, je matter und verdrossener wird es, sondern man solle es einen steten Schritt halten, damit es einen starken Rücken behalte, weil Pferd lieber galoppieret als trabet. Wann es nun eine Zeit lang also geritten wird und man es sanft und geduldig mit ihm verfährt, wird es die angenommenen Bosheiten und Laster vergessen und ein gutes Maul bekommen und sich wieder wohlwollend schicken. Folgends solle man ihm ein Hohlgebiss mit einem niedern Schwanenhals einlegen, damit es die Zunge frei habe. Dieser Gestalt wird es wieder gut tun. Stangenförmiges Gebissstück hinterher. Lass mich mal ganz kurz sein. Nein, 1668. 1668. Wo steht's? Eigentlich da unten.
Mise. Achso, das ist auf Lateinisch. Du kann ich nicht die Zahlen. Komm, ich google ihn dir, den Galiberti. Battista. Galiberti. Der ist früher. Neue Deutsche Bibliothek, Galibertus, neu gebahnter Tummelplatz und eröffnete Reitschule. Super, keine Jahreszahl. Bei Deutsche Digitale Bibliothek. Was ist denn das hier für ein Puff? Mitte 17. Jahrhunderts. Ist der 1600. Ja, sag ich doch, 1668. Ja, schaut mal. Da kannte man das Problem auch schon. Und hat auch durch Abrüsten das Pferd korrigiert. Und nicht, indem man dem noch, die hatten damals lange Kandarren, das könnt ihr wohl glauben. Mit den Kandarren kriegst du auch jedes Pferd angehalten, aber damit kannst du das Pferd nicht erziehen. Die haben die Pferde korrigiert, genau wie wir das heute auch machen müssen. Gut. Bitte nur noch wie Galiberti sprechen. Schön. Wir machen das, ja. Ja, die reden auch so um die Ecke. Ne? Das ist total nett. Ja, ihr Süßen, das hat Spaß gemacht heute. Das war eine sehr schöne Sprechstunde. Wir denken uns wieder ein tolles Thema aus für nächste Woche. Wir dürfen heute nach tatsächlich 50 Minuten, eine der kürzesten Sprechstunden, die wir bislang geschafft haben, uns schön von euch verabschieden. Gehen in den wohlverdienten Feierabend. Ich werde meine Physalis noch aufessen. Ich habe den Apfelsaft schon ausgetrunken. Ja, und der Chris wird wahrscheinlich noch mal in den Stall gehen und die Pferdchen versorgen. Ne? Das genau. Ist die Abendrunde. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Frag die Krischkes. Auf Wiederschauen. Tschüss. Macht's gut.